Oktoberfest in der bayerischen Vertretung in Berlin. Ministerpräsident Markus Söder und Staatsminister Dr. Florian Herrmann begrüßen Gäste aus Politik, Kultur, Medien und Gesellschaft. Was den Menschen gefällt und hoffen einfach auf ein bisschen Lebensfreude. Manchmal ist mir in unserem Land das zu griesgrämig, zu streitbar und manchmal auch undankbar. Sind wir froh, dass wir durch Krisen bislang gut gekommen sind, freuen wir uns, dass wir feiern können und sagen danke denen, die mithelfen, ein solches Fest zu ermöglichen. Die ersten Maßkrüge sind traditionell für die politische Prominenz. Alle freuen sich, man merkt es, die Stimmung ist super. Und ich persönlich bin auch ein Fan vom Oktoberfest, sowohl hier als auch in München, weil das einfach ein Stück Brauchtum ist, aber eben auch die Möglichkeit, sich in gemütlichem Rahmen zu treffen, zu feiern, die schönen Dinge des Lebens zu sehen, bei allen Schwierigkeiten, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Aufgrund von Sparmaßnahmen wird als nächstes noch das Licht am Ende des Tunnels ausgeschaltet. Ja, also das Oktoberfest in der bayerischen Vertretung gehört natürlich für die amtierende bayerische Bierkönigin dazu. Und endlich ist es wieder soweit, endlich können wir auch die Wiesn in München feiern und deswegen gehört sie natürlich auch der Auftakt in Berlin dazu. Bewundert immer wieder, wie Bayern die Tradition bewahren kann und auch mit Modernität verknüpfen kann. Das Oktoberfest in der bayerischen Vertretung in Berlin. Ein besonders gutes Stück bayerischer Tradition in der Bundeshauptstadt.